Hallo Minecraft, willkommen zur Folge 11 von Minecraft, nicht Sky Factory, Minecraft, Captive, nenn's doch einfach beim Namen, Junge. So, wir haben einen Wasserheimer, wir können uns jetzt noch ein bisschen was zu essen machen. Und dann gucken wir mal. Die Tiere rennen hier, glaube ich, keine rum, die ich anlocken kann. Oh, ich brauche 3 Achievements, dann ist hier die nächste Kiste. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Achievement. Und zwar, wir fahren hier jetzt mal im Kreis. Und wir sehen uns nachher wieder, wenn ich das Achievement habe. Jawohl, es hat geklappt. Ich war zwischendrin etwas unsicher, ob es wirklich klappt, weil die Beschreibung heißt eigentlich Travel by minecart at least 1 kilometer from where you started. Ja, ich musste nicht 1 kilometer fahren, sondern eigentlich 1 kilometer am Stück. Und wenn man es genau nimmt, habe ich das ja auch nicht gemacht. Aber es hat geklappt. Weil ich bin ja nur... was haben wir denn hier? Diorit. Haben wir nicht nur ein bisschen Diorit? Ne, sieht nicht so aus. Ich bin ja nicht 1 Kilometer lang gefahren, sondern ich bin nur im Kreis gefahren. Aber das hat trotzdem gereicht. Hier hat's Diorit. Oh! Das war nicht Sinn der Sache. Den Diorit nehmen wir mit für oben für den Boden. Dann können wir den nachher endlich mal fertig bauen. Oh, das wird gleich eine Hammer-Action da unten. Ich nehme mal das ganze Iron Sword. Natürlich kann jetzt sein, dass irgendwo noch Kisten sind. Rings um die Treppe rum. Aber ich sag mal, das ist Pech. Da ist noch eine. Mach da mal eine Fackel hin. Vielleicht erinnere ich mich irgendwann nochmal daran, dass ich da eine Fackel gesetzt habe und dahinter eine Kiste ist. Wir haben auf jeden Fall was zu essen. Das wird man gleich brauchen. Weil wir müssen gleich Zombies bekämpfen. Aber die Zahlen sind immer noch da. Kann ich da jetzt schon eine Fackel setzen? Ja. Das ist vielleicht ganz gut. Da sehe ich jetzt gerade keine Zombies. Die Kiste haben wir bestimmt schon leer gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem 0, 2, 0. Vielleicht müssen wir das zweimal
Das ist irgendein Code. Aber ich weiß nicht, 4. Ich weiß nicht, wie der funktioniert. Muss ich mich mal informieren. Bis zur nächsten Folge. Vielleicht sollte ich mir auch mal die Spitzhacke auf 2 legen, ja? Da ist auch eine Kiste, aber da kommen wir einfach nicht dran. Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass da unten wahrscheinlich das Ding noch weiter geht. Aber wenn ich hier jetzt runter gehe. Ach, hier waren wir sogar schon mal. Da haben wir uns sogar. Ah! Wir sind bei der Basis. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist, was wir noch nicht gefunden haben. Hier war ich auch schon. Das sind Leitern. Wow! Verschwind! Stirb! Boah. Wo kam der denn jetzt her? Ich habe gerade geguckt, da war kein Mensch. Und auch kein Zombie. Ah. Weiß jetzt nicht, wo der hergekommen ist. Es war knapp. Aber so richtig. So. Das Problem ist, ich sehe ja gar nicht. Ja, ich weiß. Ich sehe ja gar nicht, wo das Wasser ist. Also, ich sehe ja keine Zombies da unten. Guck mal gerade, wo die letzte Kiste war. Beziehungsweise ich hole mir die Kiste da. Und platziere die mal da unten irgendwo. Weil ich vermute, ich werde Minimum einmal sterben. Man muss ja nicht alles dabei sein. Wassereimer machen wir auch weg. Essen sollten wir vielleicht mitnehmen. Ach, egal. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach, wie komme ich denn da runter? Wie komme ich da runter, dass ich da überlebe? Könnten Schneebälle werfen, aber die machen, glaube ich, nicht so viel Schaden. Hä? Ach, den muss ich wieder platzieren. Ja, und damit geht's auch nicht. Man muss sogar mit einer Schaufel abbauen. Und eine Schaufel haben wir nicht.
Ja, das mit dem Texture Pack ist ein bisschen doof, weil auch hier sind die, ja, beim Crafting Table geht's, aber das normale Inventar, das stimmt halt einfach nicht. Nein! Mann, ich hatte gerade voll den geilen Plan. Ich hatte gerade wirklich einen guten Plan. Wirklich. Ich verspreche es euch. Ich hatte den Plan, auf der Rückseite runter zu gehen. Beziehungsweise runter zu gehen und einfach so schnell wie möglich ein paar Fackeln zu setzen. Gut. Nächster Versuch. So Leute, also das klappt irgendwie nicht so, wie ich gedacht habe. Ich muss mir irgendeine andere Möglichkeit überlegen. Und zwar, wie ich schneller runterkomme. Weil wenn die Creeper sich gegenseitig in die Luft jagen, dann habe ich eigentlich eine Chance, wenn die Mobs sich gegenseitig eliminieren. Das heißt eigentlich, ich muss mich geradeaus runterbuddeln, ja, unten ein Loch machen, wo ich mit Wasser fülle, dass ich da dann reinfall. Das ist schwierig, das ist schwierig. Das soll es aber von der heutigen Folge gewesen sein. Wir haben ein Achievement erledigt. Das war aber allerdings auch nur ein kleines. Und zwar das mit den Mindguard. Aber auch das war wichtig. Jedes Achievement ist wichtig. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe die Folgenzeit eingehalten, weil ich werde ziemlich viel schneiden müssen. Aber ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge Minecraft Captive wieder. Bis dahin, vielen Dank. Ciao, Minecraft.